gehen wir auch schon zu Gardas, oder? Nee, noch nicht. Aber wir brauchen nicht mehr lange, dann sind wir beide im... Ja, genau. Jetzt kommt dieses scheiß Spiel hier. Wo ich immer zum Skeletor gehe. Also, das Spiel ist eigentlich ganz leicht. Wir müssen genau dann auf dem Teleporter, auf dem blauen hier stehen. Ja, wenn sich der Skeletor auch dahin beamt. So, jetzt haben wir natürlich Glück gehabt. Es gibt da noch andere Monster. Wäre die jetzt nach oben gegangen, hätten wir jetzt so eine komische Medusa. Die wäre die ganze Zeit durch die Gegend gerannt. Und wenn wir nach links gegangen, hätten wir so ein komisches Zombie gehabt. Aber der hätte sehr lange gebraucht, bis er auf dem Schalter wäre. Deswegen, ich gehe immer zum Skeletor, weil der kann sich warpen. Und so geht das eigentlich recht schnell. Tja, Todeskutter, hast du gerade eben Arsch geleckt. So, jetzt sind wir... Ne, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ups. Oh ja, sind trotzdem weiter. Genau, Gardas! Hier sind wir! Zu dritt stehen wir jetzt dem Riesen gegenüber. Gardas! Ihr schon wieder. Ihr wollt wohl nicht aufgeben, oder? Nimm dich in Acht. Was soll dieser zwecklose Widerstand? Ihr braucht nur vor mir niederzuknien und ich lasse euch leben. Sonst hast du keine Probleme, oder? Niederknien? Du Träumer. Komm nur her, du abartige Fratze des Bösen. Jetzt reicht es. Bereitet euch auf euer Ende vor. Los geht's, der Kampf gegen Gardas. Verwüstung. Er hat geil was abgezogen. Das macht uns jetzt aber ganz viel aus. Selbst Fomi zieht ihm schon so viel. Jawohl, jetzt kriegt er voll auf die Fresse. Achtmal. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 7 und Nummer 8. 240 bis 280. War das was? So, jetzt kommt Deka noch einmal volle Kanne. Normaler Angriff. Oh, jetzt zieht Kai wieder was ab. Oh Gott, er überlebt das nicht. Der ist eh gleich tot, wenn das schon so losgeht. Der braucht nicht mehr lange. Oh, Zerstörer. Jetzt haben wir ganz tolle Angst. Ja, wir sind ordentlich stärker geworden, wie ihr merkt. Jetzt sieht uns jetzt nicht mehr so 160 hier in den Dreh. Ne, 130 war das. Tja, drei Runden, oder? Leute, das waren drei Runden. Und Fomi hat's überlebt. Sonst ist er bei mir immer gestorben. Na gut, er gibt aber auch weniger, weil er auch schwächer war. Aber trotzdem, hallo? Was mache ich denn jetzt? Wie kann das sein? Sterbliche können nicht über so viel Kraft verfügen. Wie du siehst doch. Oh Gott, der Korridor stürzt ein. Der Korridor. Oh nein. Versinkt, werde ich jeden in Pandoria mitnehmen. Du bist doch total Banane. Hahaha. Tot. Kevin! Diese Stimme kann das. Dia, Selan, warum seid ihr hierher gekommen? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Selan, warum hast du sie nicht aufgehalten? Ich habe mir auch Sorgen gemacht. Wir müssen hier raus. Was ist mit dir? Gardas hat den Knopf gedrückt. Irgendwas hier hat das mit dem Versinken der Insel zu tun. Ich muss herausfinden, was es ist. Ich komme mit. Das wird nicht gehen. Rettet euch, solange noch Zeit ist. Nein, ich kann dich hier nicht zurücklassen. Tia, geh jetzt endlich. Nein, Tia. Wir gehen, Tia. Soll Kevin wirklich für Pandoria sterben? Im Moment können wir nichts ausrichten. Er wird das schon schaffen. Aber Kevin wird es schaffen. Hoffentlich. Ich werde in Pandoria auf ihn warten. In Pandoria. Ja, Kevin wird es schon richten. Selan. Lass uns gehen. Ja,
Also raus hier. Kevin, ich warte auf dich. Zack, die Jungs natürlich direkt vorgerannt. Ja, jetzt laufen wir hier allein durch die Gegend. War das der mit Mac-Bomben? Ja, genau. Ja, jetzt können wir hier nochmal speichern und es gibt auch noch eine Platte, wo man sich heilen kann. Und es gibt auch noch eine Platte, wo man dann seine Magie auffüllen kann. Ja, genau, das ist die, wo man heilen kann. Es gibt auch noch normale Monster. Aber die, gegen die kämpfe ich jetzt nicht, weil da habe ich keinen Bock drauf. Nein. Ah, nein. Geh zurück, so. Ja. Der Zauberbikini. Ja, und wie ihr sehen werdet, das heißt, nachdem wir das hier durch haben, geht's auch noch weiter. Oh, Überraschungsangriff. Auf Omi, den machen wir platt. Was? Was? Jawohl. So, jetzt kämpfe ich gegen meine, so gesagt, eigene Waffe. Nervendolch gegen Nervendolch. Wer gewinnt? Noch keiner. Jawohl, tot. Fomi hat ihn platt gemacht. Jawohl. So, und jetzt müssen wir nach hier, genau. Genau! So sind wir doch richtig. Ja, genau, wir müssen uns merken, wie wir die Reihenfolge haben und dann müssen wir die hier so eingeben, oder? Ne, gut, dann müssen wir einfach nur beide weiß machen. So, alles betätigt, jetzt können wir hier drauf gehen. Und die Schalter gehen alle runter. Ich habe es geschafft. Ich bin tot. Ich wusste nicht, dass es so etwas in diesem Turm gibt. Ja, schön blöd. Ich hätte jetzt eigentlich hier sterben sollen. Ist das Pandoria? Wie bin ich hierher gekommen? Kevin! Was? Oh, Selan. Ich nehme an, in Pandoria ist alles in Ordnung. Ja. Sind alle wohl auf? Ja, die Leute in der Stadt, Guy, Deka und hier, einfach alle sind wohl auf. Das ist gut. Ich verdanke dir alles. Nein, das ist nicht wahr. Allein hätte ich das nie geschafft. Das könnte sein, aber du bist trotzdem etwas ganz Besonderes. Aha, du vertraust mir nun endlich. Nein, immer noch nicht? Naja, vielleicht doch. Seela, Kevin, es ist so schön, dich wiederzusehen. Was ist los? Ich wusste, du würdest wiederkommen. Ich bin einfach überglücklich. Oh, du bist hier, endlich hier. Du wirst nicht wieder gehen, oder? Meinst du etwas, Seela? Du hast doch gesagt, Mädchen sollen nicht immer weinen. Jetzt komm, Guy. Ist schon gut, kleines Mädchen. Manchmal muss man eben doch weinen. Ja, und Tia sieht das Ganze und jetzt rennt sie weg. Aber wer steht da hinten am Haus? Buh! Geht's dir wieder gut? Ich dachte, du liebst Kevin. Ja, das tue ich. Aha! Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich so oft weinen musste. Kevin hat mir immer geholfen. Er hat einmal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Also habe ich aufgehört zu weinen und keiner hänselt mich mehr. Ey, wer steht denn da oben? Das ist doch Jesse. Oder? Ja. Seitdem habe ich nicht mehr geweint und ich hatte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Vielleicht kann ich nie wieder weinen? Unsinn. Warum sagst du das? Wenn du einen richtigen Grund hast, wirst du auch wieder weinen können. Kevin ist zwar ein netter Kerl, aber ihr beiden lebt in verschiedenen Welten. Das weißt du doch auch, oder? Ja, ich weiß schon. Ja, ich weiß das schon seit langem. Ich habe im Turm etwas Wichtiges erkannt. Ich liebe Kevin, aber nicht den Krieger in ihm. Nicht den Krieger? Ja, ich konnte ihm als Krieger nicht leben.
Aber ich konnte mit ihm als Krieger nicht leben. Ein Krieger zu lieben heißt, lange Zeit auf ihn zu verzichten, wenn er in die Schlacht zieht. Celan konnte es. Sie glaubt an ihn. Allein der Gedanke, Allein der Gedanke, dass Kevin Kamm etwas zustößen könnte, bringt mich schon fast um. Ich bin nicht stark genug, um diesen Zustand ertragen zu können. Ich liebe ihn und deshalb werde ich ihm sicher nicht im Weg stehen. Du willst dich nicht einmal mehr von ihm verabschieden? Nein, wenn ich ihn jetzt noch einmal sehe, werde ich bestimmt losheulen. Irgendwann wirst du wieder weinen. Deine Tränen sind noch nicht für immer vertrocknet. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt schon etwas besser. Ich bin zwar ein großer Krieger, kann aber auch ein großartiger Zuhörer sein. Ja, du hast recht. Richtet Kevin bitte aus, dass ich sicher den richtigen Mann finden werde. Ja, und die geht jetzt weg.